Hallo und herzlich willkommen bei Ghost Exorcism in der Beta des großen Updates, was bald kommen wird. Und wir schauen mal, was wir jetzt als Fall uns haben. Wir hätten normal, ja, ne, das wäre wieder der Friedhof, auf den habe ich jetzt keine Lust. Da haben wir normal. Warum habe ich so viele Survival Packs Achso, gekauft? wieso? Hätte ich eigentlich gebraucht hier. Was denn? Normal USA Select. So, gehen wir noch mal in das Lost. Finde das Familienhaus so rein vom Handling her immer noch am besten. Irgendwie das Ja, kleine, das alte Farmhaus. Es ist so engwinklig das ist irgendwie. schon richtig, aber jetzt habe ich das gerade so zufällig bekommen, ohne was bezahlen Ja, zu macht ja müssen. nichts. Ja, ist gut. Deshalb machen wir das jetzt einfach. Und wir gehen in den Truck und fahren ab. Mussten ein bisschen mehr auf die Defense-Sachen achten. Aber das Problem ist, dass die mich momentan immer packt, wenn sie nicht gerade vor mir steht. Also die dann abzupassen, ist echt schwierig. Ja, eben. Also ich sehe die häufig vorher nicht, bevor die mich packen. So, wir nehmen eine. Ja, super. Jetzt habe ich ja keine Flashlight mehr. Ja, gut, ich habe nur die Foglamp. Nimm die, die ist eh besser. Ja, nur. Was? Ich hätte sie halt gern noch gehabt. Das ist halt das Doofe, wenn du als Zweiter stirbst, dann sind deine Sachen weg. Ja. Nimm mal das mal. Ich nehme Ah, das Lecco mal. Mio. Also das mit dem. Und das nehme ich. So. Holz. Oh, sag mal! Hast du denn Die da? Taschenlampe Scheiße, die macht mich irre. Macht mich so irre. Also ich will die Taschenlampe doch gar nicht. Ja, ich bin gut. Ach, stimmt, ja. Ah, jetzt habe ich es wieder. Na. Ich nehme das Kreuz in die linke Hand und den Fotoapparat in die rechte. Ja. Oh, und mache ein Foto, das ich nicht brauche. Uff. Wir haben jetzt 10 Fotos drauf. War das immer so? Nee, ich glaube nicht. So Licht irgendwo angemacht? Nein. Hätte ich von dem Geist ständig das Licht angemacht. Oh, was bist du? Ja, brauchst kein Foto von mir machen. Nö, habe ich nicht vor. Oh. Sagen Sie mal, ja. Hier. Sogar der Fernseher angegangen. Und hier blitzt die Lampe. Wow. Sehr krass. Aber Okay, wenn du raufkommst. Wenn du raufkommst, links ist der Dead Dings da Origin gedingst. geht hier gerade auch Licht an, ohne wollen zu tun. Ja, das macht er die ganze Zeit mit mir. Aber sonst kommt überhaupt. Oh, jetzt haben wir eine 5. Ich wollte erst sagen, der bringt überhaupt nichts und dann haut er mir direkt eine EMF-5 rein. Sind schon gesehen? Nein. Was hält ihr zu? Im F5? Ja. Okay.
Ach, so der Türknauf. Sag mal, ist nicht so blöd. Wow, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin echt zu doof. So, darüber. Das nehmen. DXE900. Das ist doch der Origin-Raum. Warum kriege ich hier nichts? Gesundheit. Oder? Die XE900. Also dieses das Umrennen, dass man da nicht durch einen durchlaufen kann, ist auch furchtbar. Was haben wir an Temperatur? Keine Ahnung. Ach so. Ich wollte das Buch noch mitnehmen. Dann nehme ich das mal mit. Ich wollte mal versuchen, ob er in dem Origin-Raum auch schreibt. Ja, das ist ja auch klasse. Eigentlich heißt es, er wird dann da reinschreiben und tut es nicht. Doch nicht so einfach, wie ich dachte. Tickt die Uhr. Minus 5. Ich habe gerade einen Herzschlag gehabt. Also wir haben Minus. Okay. Gesehen haben wir ihn oder sie, aber noch nicht. Schritte von oben zu hören, habe ich das Gefühl. Ich hätte mal eine Kamera aufstellen sollen, das vergesse ich immer. Aber ich habe das Buch wieder nicht. Das ist doch wohl zum Hasenmelken. Da liegen die jetzt hin und dass ich mir wieder selber drüber falle. So, oh, das ist gut so. Das Ding gerade. Komisches Geräusch hier gerade. Hat der gerade die. Hat der das Rollo runtergelassen gerade? Weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da ein Rollo runter und es hörte sich irgendwie. Das Geräusch hörte sich an. Macht der sowas? Wow. Zeigt sich aber nicht wirklich, das ist so. Da oben hatte ich doch gerade Minus. Noch eine auf vielleicht? Knacks. Boah, ich dachte gerade, ich bricht durch die Treppe durch, so hörte sich das gerade an. Kriege ich jetzt keine Errormessung mehr? Wir brauchen doch auch eine Errormessung, oder? Bin mir gar nicht sicher. Weiß ich nicht. Womit auch nicht. Ich habe das irgendwie so im Gedanken. Meine ich ja, aber. Nö. Ja, super. Dann habe ich das ja. Oh, wir haben aber auch noch keinen Glühbirnen explodieren gesehen, offensichtlich. Wir müssen den Geist fotografieren und. Ja. Oh, ja. Wir sollen zu ihm sprechen. Ja. Super. Ja, super, Bupa. Ich habe mein Buch, du stehst drauf. Ja, ich kann gerade nicht. Ich müsste ihn halt mal sehen. Hat das, guck mal gerade auf die andere Kamera. Ja. Schalte die mal kurz an. Ah, jetzt macht er mir die Tür von der Nase zu. Ah. Jesus.
sehe ihn nicht. Vielleicht will ich ihn auch gar nicht sehen, aber... Aha, okay. Ghost, are you here? Ghost, give us a sign. Ghost, where are you? Ghost, are you here? Test, test. Es gibt aber auch keinen. Da oben ist er. Wir haben auch nicht gesehen. Ja, das ist ja das Stimme. Wir sehen Memory ihn. Ist es. Memory, okay. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ja, gesehen habe ich ihn auch nicht. Ach so. Es ist sein Memory. Da ist er. Was hast du mit dem gemacht? Die Hose fotografiert. Ah, oh, ist eine Hose. Deswegen sieht man ihn so schlecht, wenn er als Hose rumrennt. Ja, eben. Enzyklopädie, Memory, was schützt denn da? Ach du Scheiße, gar nichts. Ja, da kommt doch Hoffnung auf. So, Memory war das hier, ja. Wir sollten uns Stress... Dinger einschmeißen. Ja, und wie wirken die? Vielleicht mal austesten. Schutzentity, Neutrino Gun. Nur einen. Oh, mit dem Panda wäre er drauf. Was mache ich damit? Grüner Tee. Grüner Tee, okay. Haben wir mal einen Stress, Anti-Stress eingeschmissen. Oh, schlechte Kamera. Erledigt. Sehr schön. Moment. Schutze Entity bis ein Neutrino Gun. Neutrino. Schon beim Exorzismus oder wie? Ja, ich bin schon deshalb da, weil eben durch das Fotografieren ja schon ein Schritt des Exorzismus ausgelöst wurde. Ja, aber uns fehlen ja auch noch Beweise. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, aber er wird doch wohl entweder Buch oder Oberfläche haben. Nicht zwangsweise. Es kann sein, dass wir nur 3 Beweise kriegen. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 3? Ja, ich glaube schon. Ach so, ja gut, 5 sind die stärkeren, 3 sind die schwächeren, ne? So etwa, ja. Was haben wir denn für 3? Wir haben 5, im F5 an der Leise haben wir, was auch Temperatur haben wir noch, ne? Was fehlt dir noch? Negativ? Ja, negativ. Na gut, dann wird es das wohl sein. Ja gut, dann kriege ich kein Radio und kein... Na gut, okay. Na gut. Dann... So, also das mit der Kamera haben wir. 2 Schritte fehlen. Das ist einmal den Neutrino-Gun. Und gut, okay, dann mache ich das Räucherstäbchen. Okay, Neutrino war... welche waren das? Ja, die Neutrino, die. Ja, die hier im Regal steht. Hier ist ja eine. Machst du denn nur? Da müssen wir den Geist befeuern. Ja, muss die Hose befeuern. diese Neutrino-Gun hatte doch ein eigenes Licht, oder? Wow, ja. Ich weiß aber nicht, wie das angeht. Entweder T oder F? Nee, F schmeißt ja weg. Also T. Ja, eben. T geht aber auch nicht. Oder hat die jetzt keinen Dings mehr? Das Räucherstäbchen ist ja toll. Ja. Ah, jetzt macht er auch noch Licht aus. Jetzt sehe ich ja doch mehr. Hallo? Hallo, ich brauche Licht.
Was ist denn? Was machst du jetzt draußen? Was? Ich brauche Licht. Ich brauche jemanden, der Licht hat. Ich selbst habe einfach kein Licht. Ich sehe nichts. Hilfe. Wo ist er denn? Kann man hier irgendwo mal ein Licht anmachen? Echt die Krise. So gar nicht, ne? Im Moment sehe ich ihn auch wieder nicht. Treppe. Ist er da? Ja, hast du nicht gerade gehört? Ja, gehört, ja. Und das Gerät hat doch sogar oben noch einen Bildschirm und selbst auf dem sehe ich nichts. Der hat doch bestimmt auch eine Nachtsicht. Ne? Wie kann ich denn das umschalten? Das ist ja wohl nicht mal gucken, ob das geht. Ja, das sieht besser aus. Das sieht echt besser aus. Sie sind gar nicht. Müsste hier immer in der Nähe sein. Keine Chance. Die Hosen noch gar nicht gesehen. Ja, und ich sehe sie im Moment nicht, wo es drauf ankommt. Zeig dich, du Hose. Noch nicht sein. Der hat sich ja am Anfang schon so zurückgehalten mit dem. Da ist er, da ist er, kommt die Treppe hoch. Was ist die Tür da auf? Er ist nach links gelaufen, da rein. Links? Ja, da rein. Toll, sehe ich nicht. Weiß auch nicht, kann der durch Türen durchgehen, dann ist er vielleicht. Bad gegangen jetzt. Da ist er. Und? Naja, ich habe ihm den Schuss gegeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ja, aber kam der jetzt. Nee. Fehlt noch was. Fehlt noch ein Beweis. Ja, kann ja sein, dass einer fehlt. Ich sagte ja, du hast müssen nicht automatisch so viele sein. Aber kann sein, dass noch einer. Da ja, zwei ist, Stück ja. Fehlen noch. Einer fehlt noch. Eine Sache müssen wir noch machen. Ja, gut. Schmeißt du mal noch ein Tigerauge dahin? Vielleicht war es das ja. Denn jetzt Tigeraugen? Da stehen sie doch. Ach das, ach so, ja, die sehen ja so ganz anders aus. Das konnte ich mir nicht merken. Ja, da steht's ja. Okay. Ja, das Einzige, was wir, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Totem vielleicht ist, oder ob wir dann noch irgendwas machen müssen. Vielleicht das Buch noch mal versuchen. Ja. Buch ist natürlich gefährlich. Ja, aber es sollte eigentlich, wie gesagt, man sollte halt eben in dem Origin-Raum stehen, dann sollte es klappen. Bei mir hat es nicht funktioniert. Genauso wie Radio hat nicht funktioniert.
Ich habe auch leider kein Energy-Drink mehr, den ich mir kaufen kann. Da ist Oh. doch gerade was passiert. Gerade was erledigt, ja. War's das? Ja, das war's. Yay! Also hat irgendein Hinweis gefehlt. Ja. Schön. Yeah. Dann fahren wir ab. Jo. Oberflächenzeichnung. Oberflächenzeichnung, ja. Oberflächen, ja, da haben wir gar nicht Ich mehr bin dran da einfach auch gedacht. nicht mehr drin, dass ich dann einfach irgendwas nehme. Weil er hat Nee, ja nie ein Buch geschrieben, aber ja. nein, aber das ist ja auch, ich hab gar nicht mehr dran gedacht, dass es das ja auch noch gibt. Weil ich habe eigentlich geguckt, ich habe keine gefunden. Ja, ich habe natürlich nicht geguckt, weil ich da nicht mehr dran gedacht Aber 209. Ich würde mir jetzt aber jetzt immer noch ein paar mehr Energy Drinks kaufen. habe. Okay. Solltest du auch tun. Ja, ich hab auch noch welche, weil ich ja noch keine verbraucht habe. Ach so, und dann bist du einfach ohne jetzt in das Haus rein. Ja. Das ist meine normale Ja. Vorgehensweise. Ja, genau. Ja. Ja, Ja, was denn? Doch funktioniert. Drei Stück. Guck mal, mal fünf. was? Fünf? Achso, Ja. ja, ich habe auch fünf geholt. Kostet ja nichts. Also sieht der Trink total süß aus mit dem Panda. Will ich jetzt hier mal bemerken. Sieht auf dem Bild total scheiße aus, aber wenn man es dann in der Hand hat, sieht das total niedlich aus. Jo. Mag ich. Panda Energy. Panda grüner Tee. Trink auch gerade grüner Tee. Grünen Tee. Das entspannt mich auch sehr. So. Bist du drin? Bist du drin? Ja. Was hast du gewählt? Dingens. Ja, du weißt schon. Nee. Ja, doch, im Prinzip weißt du schon. Genau das. Ich sehe nichts. Taschenlampe wollte ich doch nicht. Nehme ich mir so eine einfache Tasche. Da vor mir stehen. Lights. Oklemp. Porn. Zack. Und dann nehmen wir mit. Moment, jetzt mal. Ja, nehme ich wieder den Analyzer und EMF. Wir haben keine Tote mehr gefunden, ne? Nö. Ja, ist ja wohl auch eher die Ausnahme. Und da wir im Moment halt immer auf normal spielen, kommt es wahrscheinlich so gut wie nie vor. Krieg ich mal bitte diese Tür hier auf? Blöd. Falsch rum, natürlich. Okay, der hält sich ja auch wieder sehr bedeckt. Na, sei froh, dann habe ich noch ein bisschen Zeit hier zum Gucken.
Ja, naja. Geht so, ne? Da ist die Tür zugemacht. Oder warst du das? Oh, oh. Ist so nix. Unten sitzt wieder der Affe. Oh, hier sind die Orbs. Okay, da habe ich aber kein Signal von ihm selber bekommen. Da liegt jemand. Echt? Das habe ich. Ja, ich bin nicht durch den ganzen Keller gelaufen. Ja, okay, so kann ich die nicht schleppen. Ich sehe nämlich. Oh, wir haben einen Schatten. Oh, okay. Kannst du mir mal. Nee, ich bin gerade am. Was soll ich denn? Egal, kann so nichts sehen. Ich muss ich nochmal da rein. Nope. Sehe ich wieder nicht da. So, 9 Penonen haben wir. Kann ich ja gerade mal. Nein, Pinon. Verdammt. Raus hier. Mir ist uns zu unangenehm da. Dort, wieso habe ich jetzt? Jetzt habe ich Lippe aus. Diese Taschenlampenscheiße macht mich irre. Da ist er wieder. Ich kriege eine 2. Was kriege ich in Temperatur? Oh, da sehe ich kaum was im Moment. Ghost, where are you? Was gibt's denn hier? EMF2 war ja nichts. Kann man ja nichts mit anfangen. Temperatur konnte ich leider nicht sehen. Ich habe einen Error. Toll. Wo ist er hin? Gerade gesehen. Haben wir jetzt. Achso, ich habe ja keine Kamera aufgestellt. Vergesse ich auch immer, aber du auch. Das beruhigt mich ein bisschen. Ja. Das freut mich, dass sich das beruhigt. Oh oh. Oh oh. Wow, 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 wow. Meine Kamera aus der Hand geschmissen, meine Taschenlampe auch. Das war doch abnormales Geräusch. Also ich hätte ja auch die, ich habe ja auch die Dings in der Hand. Die Box. Stimmt. Komm nicht mehr raus. Bist du auch mal raus? Gott, ein bisschen. Also, okay, das war dann wohl Stimme vor Ort, wenn ich das jetzt mal richtig deute.
Ach, das, ach so, daher kam das, okay. Audio on site, ja, ich hatte das Ding in der Hand. Ja gut, dann wird das das wohl gewesen sein, ja. Audio on site? Hm. Was ist Audio, was ist Audio EVP? Weiß ich nicht, was war denn das nochmal? Ja, Audio on site ist ja, hat ja nur ein Audio-Zeichen. Die anderen beiden haben für das Gerät ein Zeichen EVP und Radio. Ach so, nee, und Zeit sind dann Geräusche, ne? Dann wird es ein EVP sein, gehe ich von aus. Ja, dann wird es ein EVP sein. Und Zeit sind wahrscheinlich Geräusche, die vor Ort passieren. Hm. Das heißt, wenn er lacht oder so. Keine Ahnung. Hattest du Temperatur gemessen? Ich hatte es versucht, aber es war schwierig, weil er mich immer... Hatten wir EMF? ...direkt durch die Gegend schleppte. Auch da habe ich bisher nur eine 2 ans Maximum. Das ist noch kein Ergebnis, was zufriedenstellt. Nee. Ja. Achso, ich muss gerade ja mal gucken, ob... Das ist ein Schatten, ja. Ja, ja. Mit den Exorzismus-Schritt finde ich ganz gut, wenn die da so abgehakt werden. Mann! Dann liegt deine Taschenlampe. Ja, das kann passieren. Ich habe hier noch nicht geguckt, wegen Oberflächenzeichnung. Ja, dann schau mal. Ja, geht gerade nicht. So. Da bin ich jetzt eingesperrt. Jo, jetzt erstmal eingesperrt. Wo ist er denn jetzt? Jetzt kann ich wieder nichts sehen auf meinem... Nein, er hat mich schon wieder... Okay, jetzt habe ich dieses... Jetzt habe ich aber auch... so ein Geräusch gehört. Obwohl ich ja keinen Dings in der Hand habe. Es ist doch on-site. Scheinbar. Das mal weg, Audio EVP, Audio Onsite. Obwohl, wer weiß, vielleicht geht ja sogar beides. Vielleicht ist ja beides gleichzeitig möglich. Ja, was hat es bei mir nicht? Nee, nee, ist schon okay. Mann, wieso kriege ich über die anderen beiden einfach keine Ergebnisse? Das ist nervig. Wo ist denn jetzt mein Temperaturdings? Wo ist meine Taschenlampe? Hier sehe ich auch nichts. Ja, toll, aber ich habe aber auch kein Buch. Da liegt die Taschenlampe, da vorne, hier an der Tür. Ja. Verdammt, kann ich hier mal einen Lichtschalter betätigen? Ja. Huch. Aua! Mann. Von der Nase zugemacht. Okay, ich kann nicht. Soll ich mal bei Temperatur versuchen und du versuchst dich mal mit Kamera? Ich. Ja. Ja. Können wir so machen. Wir haben aber auch noch keinen Dings da gemacht.
Geht die Taschenlampe wieder nicht in die andere Hand. Ich habe immer das Gefühl, das geht eigentlich erst wieder, wenn man in den Bus zurückgekehrt ist. Ja, jetzt geht's wieder. Meine Fresse. Da. Error. Ich will kein Error. Ja, du musst dann auf eine Fläche halten. Uah. Puh. Die wollte mich gerade fressen. Hast es direkt auf sie geschmissen. Was? Dann hast es direkt auf sie gehalten, das Thermometer. Ja, ja, klar. Habe ich das? Naja, dann musst du nebenbei noch irgendwo nebendran mal messen. Naja, nebenbei. Du bist ja Licht im Klo. Da habe ich eben Licht angemacht, weil ich da, weil er mich dahin verschleppt hatte. Oh, da ist er wieder. Wo? Hier oben, Wohnzimmer. Ich kriege temperaturtechnisch nichts. Ich schmeiß das mal weg, ich komme. Kommen da auf keinen guten Zweig mit. Aber mit EMF auch nicht. Ja, ruf dich doch mal bitte am Buch. Oh nee! Da kommt er, Achtung! Ja, dann gib mir das Buch. Ja, im Bus, oder? Ja, kannst auch hier hinschmeißen. So. Erstmal schnell Durstchen und dann. Da ist er. Ja. Lebe ich noch? Nein. Oder? Bin mir noch nicht sicher. Ah doch, ich lebe noch. Puh. Umgerannt. Kein Interesse, ins Buch zu schreiben. Dann hebt das Buch auch wieder auf. Ja, es nützt mir im Moment nichts. Ich kann es zwar aufheben, aber dann ist meine Taschenlampe wieder weg. Warte. Nee, das geht so nicht. Ich muss erst wieder meinen Arm reparieren. So. Na, ah, tolle Wurst. Was passiert? Ach so, verschleppt dich. Das erste Mal, dass das so mal passiert, ey. So lustig aus, die Folie durchgeschliffen. Wo ist es jetzt? Oh, da ist es. Jetzt schleift sie mich auch wieder hier durch. Geht's mir?
ich schreib's einfach nicht ins Buch. Ich krieg's nicht dazu. Ja, aber wir haben noch nicht genug Beweise, ne? Was haben wir denn überhaupt? Zwei Beweise, das ist zu wenig. Oh Scheiße, ist das die Tür zu? Temperatur bekomme ich keine. Nee. Das hatte ich ja auch nicht. Und okay. EMP kam halt auch nichts. Oder EMF. Ja, aber was soll da noch kommen, frage ich mich jetzt. Was müssten wir denn machen? Ah, haben wir schon irgendwas an... Ah, haben wir doch schon. Okay, vielleicht die Kamera mal schon. Super, kann man abhaken. Tigerauge Exorzismus Book rezitieren im Keller. Wir können es mal versuchen. Können wir machen, ja. Das andere war Tigerauge, ne? Mhm. Schmeißt du das mal ins Wohnzimmer, da ein paar Tigeraugen und dann. Was? Holst du das Buch jetzt, oder wie? Jetzt habe ich das Buch. Das ist viel Spaß. Danke. Und krieg sofort Puls. Weißt du, dass das in Englisch ist, aber gut, das ist ja wurscht. Also wieder hinter dem Holzverschlag, ne? Ja, ja. You who haunt this place. Haunt? Moment. You who haunt this place. Er hat schon erkannt. Er kennt sogar Gestammel. Oh, oh. Was passiert hier? I command you to go back to where you came from. May your soul return to the earth. May your body return to the dust. Hacke! So be the will of the Lord. Hm. Ja, toll. Bist du jetzt tot, oder was? Ja. Im Bus umgebracht. Im Bus, oh Gott. Ja. Tigerauge hat wohl funktioniert. Bin ich wieder zu blöd, hier das aufzunehmen. Sag mal. Wo ist das Buch jetzt? Achso. Ja, Tigerauge ist kaputt. Ja, das war die ganze Zeit schon kaputt. Achso. Muss schwarz sein. Ja, das ist nicht benutzt. Das war unten das im Keller wahrscheinlich. Ja, nee, das ist, sieht genauso aus. Ja, okay. Na gut, dann ist er auf jeden Fall drüber. Da unten ist das Buch jetzt. Gerade wieder komische Geräusche gemacht. Da unten ist das Dings. Das ist das Exorzismusbuch. Ja, das musst du jetzt noch weiterlesen. Ich habe doch schon wieder schon durch. Ja, dann hat es schon passiert. Es hat funktioniert, nur wir haben noch nicht genug. Ja, das meine ich ja. Ja. Dann schmeißen wir noch Salz und... Das Tigerauge, das hat noch nicht funktioniert. Das ist der Punkt. Okay, dann war es das Tigerauge. Weil das ist ja nur... Das ist kaputt und das da oben ist auch kaputt. Ja, stimmt, das steht ja hier. Aber eins fehlt noch. Ein Exorzismus-Schritt fehlt noch. Ja gut, das kann ja sein, aber... Was ist denn, wenn ich... Irgendwas ist mit dem Schreiben. Irgendwas... Jetzt können Tigerauge mehr, ne? Was war das jetzt? Ja, das war Tigerauge ja wahrscheinlich. Sonst haben wir ja nichts mehr. Versuchen wir, schmeiß mal noch Salz und Weihwasser hin. Einfach.
Vielleicht zählt ja auch das EMF. Das, was ich da hatte, ist 3 bis 4, aber. Pff. Problem ist halt, wenn man halt so extravagante Sachen haben wie verfluchtes Objekt rausbringen und abschießen. Das ist halt. Ja. Das kann passieren. Mit dem Bus ist nervig. Ich kriege hier die Tür nicht schnell genug zu. Lass mir mal die Tür auf, Junge. Ja, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ja, toll. Hm? Ja, er hat mich verschleppt. Lebe ich noch? Wahrscheinlich. Ich kann es nicht schmeißen. Wieso hat er mir jetzt das Licht wieder ausgemacht? Gar nicht so blöd. Min. Was war's? Wasser. Wasser, okay, gut, das habe ich auch gerade eben dahin geschmissen. Na cool. Was wäre das denn dann gewesen? Lass mal erst mal gucken. Nee, Salz, das war's dann nicht. Nee, Salz kann es ja nicht sein. Okay, es wäre ein Oberflächengemälde gewesen, und zwar ein Drawing, eine Zeichnung auf der Oberfläche. Ich finde es nicht, ich habe es nicht gefunden. Ja, dann werde ich beim nächsten Mal ich mich mal vielleicht um diese Oberflächen kümmern. Aber für heute sind wir... Das heißt ja, 2 Tote im Bus, also 2 bewusstlos im Bus. Ja, 2 genau. Der Topfer. Bin dabei. Wenigstens müssen wir nicht im Bus schleppen. Ja, ist richtig. Toll. Hat alles seine Vorteile. So, bin wieder wach. Hab ganze 12 Dollar gekriegt. Okay, ich habe... alles richtig. 192 habe ich gekriegt. Ach du Scheiße, ich hab's ja sogar noch richtig angehakt im Bus. Die Surface Drawing, da habe ich jetzt noch 1 Dollar für gekriegt und 20 Experience. Ich hab's noch angehakt. Das heißt, ich hatte alles richtig. Ja, genau, das habe ich nicht angehakt, deshalb habe ich dafür kein Geld. Ja, gut, hätte ich 20 Dollar mehr bekommen, aber. Wir hätten fast alles geschafft hier. Außer wir haben keine okkulten Objekte. Wir haben fotografiert, wir haben den. Ey, Hammer. Wir hätten fast alles gehabt. Ja, ja. Ist das okkulte Objekt? Okkule. Ja. Gut, damit sind wir mit dieser Folge hier durch, aber werden natürlich auch da wieder weiter reinschauen. Ob jetzt so schnell wieder ist die Frage, spätestens wahrscheinlich, wenn das Update dann in der finalen Version da ist. Weil im Moment ist ja auch das Problem, dass wir nur mit 3 Häusern arbeiten dürfen, also mit 2 Häusern in den USA und einen Friedhof. Und das ist jetzt nicht so spannend. Uns hätte jetzt auch noch Japan interessiert, weil das verändert wurde. Aber das haben sie wohl extra jetzt noch nicht reingenommen. Damit noch was fürs finale Update an Überraschungen dabei ist. So nehme ich das mal an.
Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und schaut auch nächstes Mal wieder rein. Und bis dahin sagen wir ciao, ciao.